Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel 5 Minute Dungeon Erweiterung. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Das ist das Grundspiel 5 Minute Dungeon und wie ist das? Gut, das, ganz gut. Was heißt ganz gut? Wo steht das Regal bei dir? Im Lieblingsregal. Das sagt schon einiges. Schaut mal das Video an, da haben wir euch die Regeln genau erklärt. In dem Fall ist ein richtig tolles Spiel, App-basiert. Ich weiß, es mag nicht jeder, aber schaut mal rein, es funktioniert super. Und jetzt haben wir natürlich die Erweiterung, der Fluch des Overlords in dem Fall. Das heißt, man sieht es ja auch hier, die Karten sind teilweise mit so einem zum Symbol ausgestattet, sodass ihr das ganze Material, was wir jetzt hier vor uns liegen haben, auch wieder trennen könnt. Ich möchte euch ganz kurz sagen, was in der Box steckt und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Gameplay-Sequenzen, dass ihr seht, wie das Ganze abläuft. Also, wir haben hier ein neues Tableau, in dem Fall den Schamanen. Drei Karten auf den Ablagestapel. Dafür bestimmst du einen anderen Spieler, der drei Karten vom eigenen Ablagestapel zieht. Auf der Rückseite haben wir die Druidin. Lege drei Karten auf den Ablagestapel, lege dafür einen aktiven Fluch unter den Dungeon. Was das mit zu tun hat, das sehen wir nachher dann auch gleich. Übrigens, Elias, man kann es ja bis zu 6 Spieler jetzt absolvieren. Also das ist ganz cool. Und hier gibt es ein neues Deck. Das spielt übrigens nachher der Elias, das seht ihr. Und hier gibt es natürlich ein paar neue Karten, die sind ganz cool. Das sind so Unendlichkeitssymbole, wo man dann ausspielen kann. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, besiege Personen. Das kennt man eigentlich noch vom Normalen. Oder ziehe zwei Karten nach. Hier, das ist neu. Banne einen Fluch. Dazu kommen wir gleich. Das heißt, banne, ihr legt die Karte raus aus dem Spiel. Ja, Hindernis etc. Die sind richtig gut gemacht. Aber 5 Karten, Elias, pro Boss. Moment, das zeige ich mal auf der Rückseite, Elias. Dann können wir es den... Die sind richtig übel. Dann gibst du mir das Deck, dann kann ich es den Zuschauern zeigen, weil es verwirrt vielleicht etwas. Hier habt ihr je nach Boss, das ist der Mini-Boss, den spielen wir nachher. Da kommen diese Karten rein. Und das sind Flüche. Zum Beispiel, jeder mit den meisten Handkarten muss alle Handkarten auf den eigenen Ablagestapel nehmen. Oder ihr dürft nur noch mit 3 Karten auf der Hand spielen. Oder... Jeder darf nur noch eine Hand verwenden, richtig übel, oder der Timer darf nicht gestoppt werden. Und die nehmt ihr auf jeden Fall mit dazu. Es wird auch angegeben, welche Karten dann aussortiert werden. Und man sieht hier an der Rückseite, die zeigen dann an, für welches Monster. Und natürlich hier, da wird es ganz übel. Jeder mit Handkarten, die ein Wappen zeigen, muss alle Handkarten auf den eigenen Ablagestapel legen, oder... Ganz cool, da kommt noch ein weiterer Miniboss hinzu. Also da merkt ihr, da steckt einiges drin. Es gibt natürlich auch hier 2 neue Karten, die hier dabei sind. Die zeige ich natürlich auch nochmal. Dreht ein benutztes Artefakt um. Jeder muss alle Handkarten auf den eigenen Ablagestapel legen. Hä? Was sind denn Artefakte? Ja, dazu komme ich natürlich auch gleich. Es gibt für jeden Spieler wieder 2 neue Karten. Und die bringen natürlich auch ein paar kleine Ergänzungen, wie hier das blaue Deck. Das spiele ich auch nachher. Lege die aktuelle Dungeon. Karte unter den Dungeon, das heißt, ihr schiebt die Karte unter den Dungeon, wenn ihr den Dungeon vor euch liegen habt, oder hier stoppt die Zeit, bis jemand eine Karte in die Tischmitte spielt. Also jeder bekommt hier noch ein paar 2 neue Karten, auch ganz cool. Zählt wie 3 beliebige Ressourcen. Alles richtig tolle Karten. Aber wir haben natürlich zum Schluss noch die Artefakte. Elias hat noch was in der Hand? Da, bei den Karten. Das ist cool. Da. Wenn man die ausspielt, dann ist es nicht nur eine, sondern so viel wie möglich. Das ist auch cool. Also, und hier haben wir zum Schluss die Artefakte. Elias, in der nachher, in der Gameplay-Sequenz spielen wir das Ganze richtig heftig. Weil wir haben nur ein Deck. Normalerweise spielt man nämlich mit 2 Decks. Ich glaube, wir schaffen es, aber... Aber ihr sollt ja euren Spaß haben. Es war richtig heftig. Und wir haben nur ein Artefakt genutzt. Und zwar nehmt ihr ein Artefakt oder 2 oder 3 von Spielern, die nicht mitspielen. Und zum Beispiel, das ist richtig toll, banne alle Flüche. Solche Karten, die legen offen aus, diese Artefakte. Und die könnt ihr dann jederzeit einsetzen und dann werden die einfach umgedreht. Oder, was haben wir hier nochmal? Entfernt die obersten 2 Karten vom Dungeon, des Dungeons aus dem Spiel. Besiege ein Monster oder jeder zieht 2 Karten. Das sind richtig toll. Oder besiege einen Miniboss. Ja, aber da ich blau gespielt habe, war die Karte draußen. Also hier habt ihr auf jeden Fall noch ein paar Optionen. Und dann würde ich mal sagen, so, jetzt gibt es ein paar kurze Sequenzen. Dann seht ihr mal, wie einfach, nein, wie schwer das Ganze war. 2, 1, go! Okay, lege ich ab. Ich ziehe wieder auf. 2 Schwerter, 1 Wappen. Ein Wappen habe ich. Hast du alles? Hab alles. Okay. Ups. So, Moment, stopp die Zeit. Bis jemand eine Karte ausgespielt hat. Ich könnte so. Alles 3 auf einmal besiegen. Dann machen wir das. Okay. Die Zeit läuft weiter.
Zwei Schwerter, ein Pfeil. Ich habe zwei Schwerter. Okay, ich kann nichts machen. Ein Pfeil brauchen wir noch. Pfeil. Sehr schön, sehr gut. Ich stecke neu auf. Ich habe ein Wappen, zwei Pfeile brauchen wir noch. Nein. Oh, hast du deine Sonderfähigkeit? Ja. Dann darf ich drei nehmen, gell? Ja, auf dem Abschlag gestartet. Jeder mit den meisten Handkarten muss alle Handkarten auf dem einen. Und jetzt nehmen wir das. Mhm. Jetzt ist alles. Jawohl, dass wir weiterkommen. Und ich darf wieder fünf haben. Wir haben nämlich alle Flüche gebannt. Also ich hätte alles. Du hättest alles. Dann spiel alles aus. Wow, cool. Miniboss. Ich hab einen Runner. Ein Miniboss ist das. Oh. Ich kann nicht. Ich kann ausspielen. Ja, dann mach das mal. Dann darf ich drei ziehen, gell? Ja. Okay, ich habe einen Runner und ein Schwert. Damit fehlen uns noch ein Runner und zwei Schwerter. Ein Runner? Okay, zwei Schwerter fehlen uns noch. Nein, soll ich weitermachen? Ja, müssen wir, sonst schaffen wir es nicht. Ah, damit haben wir es. Von Hindernis kann ich nicht. Ah, echt schwierig. So, Elias, was meinst du? Wie war die Partie? Beziehungsweise die Partien bisher? Mhm. Heftig, oder? Ja. Ist es schwer oder leicht? Schwer. Richtig schwer. Aber, naja, ist ja sonst Kindergarten. Wenn man oft schon Five Minute Dungeon gespielt hat, dann ist es recht einfach. Man hat Erfahrung, man gewinnt sehr oft. So geht es auf jeden Fall uns, dass man recht weit ist bei den Bossen. Aber jetzt ist es natürlich richtig heftig. Man kann das Ganze natürlich jetzt zu sechs spielen. Das heißt, es gibt hier eine Übersicht. Es ist eine große Anleitung, wie man dann jetzt hier sieht, wo allerdings alles beschrieben wird, wie ihr die Karten hinzunehmen könnt. Hier sind die einzelnen Eigenschaften dann auch nochmal hinterlegt. Hier sind die Artefakte nochmal schön hinterlegt, die Flüche und die Besonderheiten und die neuen Ereignisse sind natürlich hier auch dargestellt. Ihr merkt, das gehen wir recht schnell durch. So, und für wen ist was die Erweiterung? Wer soll sie sich holen? Jeder, der Fan ist von Five Minute Dungeon, ja, der soll sie sich holen. Ich sag's aber euch jetzt schon, ihr braucht Erfahrung. Wenn ihr das ein paar Mal nur gespielt habt und oft verloren habt, dann geht ihr mit der Erweiterung unter. Bin ich mir eigentlich sicher, weil auch wir haben uns schon schwer getan und es ist echt heftig da zu gewinnen. Man sollte auf jeden Fall in einer kleinen Stufe einsteigen. Das Ganze lässt sich auch, man sieht ja jetzt hier das super Verstauen in der Box, Elias, kannst du mal hochheben. Das ist richtig handlich. Ihr könnt es auch wieder super trennen, das Material. Aber wie gesagt, ihr könnt zu sechs spielen und schau mal hinten, Glück wird hoch angegeben. Teamplay ist wichtig, schnell. Eine Partie geht ja nur 5 Minuten und wie gesagt, für 2 bis 6 Spieler mit vielen Elementen, also da ist die Box wirklich sehr voll. Da kann man sich wirklich nicht beschweren, was in der Box steckt. Und für Fans, denke ich, ein absoluter Muss. Also ein richtig cooles, knackiges Spiel. Und mit der Erweiterung, da haben wir auch noch viele Wochen, wenn nicht sogar Monate zu nagen, weil man gewinnt nicht immer. Aber es ist ein kooperatives Spiel und es wäre ja schade, wenn man gleich am Anfang immer gewinnen würde. So, Elias, ich denke, das waren alle wichtigen Infos. Ich sage tschüss, bis bald. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos werden wir uns freuen. Von unserer Seite sage ich... Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Bis bald. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Oh, knackig. Immer wieder knackig. Immer wieder knackig. Kracks. Ciao. Hallo, Freunde. Schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.